Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Catrion. Catrion 3 ist wieder da und ihr wisst es ja schon, die letzte Folge ist gut angekommen, Cuppercat. Ich weiß es natürlich nicht, ich habe vorproduziert, wie ich schon gesagt habe am Ende der Folge. Was ich aber weiß ist, dass es mir eine Menge Spaß macht, dieses Modpack mit euch zusammen spielen zu dürfen und mit den Catrions zusammen spielen zu dürfen, was ich in der letzten Folge natürlich nicht gesagt habe. Aus alten Gewohnheitszwecken her erstmal danke noch an die Catrions, dass das Ganze hier möglich ist. Catrions sind die Leute, die diesen Kanal hier am Leben erhalten und dafür auf jeden Fall mal ein riesiges Shoutout. Dankeschön, Menschen, dass ihr diese ganze Sache hier weiterhin für mich und die anderen Menschen ermöglicht. Und ja, sehr nice, Dankeschön. So, wir sind immer noch am Prozessoren machen, denn wir brauchen ein Crafting Terminal, damit wir hier was reinstopfen können, damit wir mit der Energieversorgung, die wir hier haben, unsere Sachen irgendwann hier einlagern dürfen. Und dann sind wir happy, denn desto mehr wir haben, desto schneller geht es. Desto mehr, schneller wir das System haben, desto schneller können wir weitercraften. Und weitercraften ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte, denn weitercraften ist der Inbegriff dieses Modpacks. Leider ist dieses Modpack von dem Quest her sehr, sehr schlach. Man hat so einen kleinen Richtwerk, was man machen muss, wo man hin muss und so. Aber man kann nicht auf irgendwas Krasses, Großes hinarbeiten. Ist halt so diese typischen Sachen, so Draconic Evolution und so weiter und so fort. Und ein bisschen Botania hier und da dabei. Aber was ganz gut ist, ist der Acceleration One zum Beispiel, braucht ein Chaotic Core, man braucht ein Advanced One Core, wo wir halt eben auch ein paar Sachen fertig machen müssen für. Wir brauchen Gaia Spirit Ingots, wir brauchen Hot Tungsten Steel Ingots, die ja relativ schwierig im Blast Furnace hier von Tech Rebound. Also es ist eine Modifikation, die viele Sachen erfordert, die viele Zusammenarbeiten von verschiedenen Modpacks erfordert und das finde ich sehr, sehr nice. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf das Modpack. Wer es noch nicht weiß, das Modpack hier heißt All the Sky, ist im Twitch-Launcher zu finden. Und die Tatsache, dass das immer wieder gefragt wird in solchen Sachen, zeigt mir, dass ihr die Streams nicht seht. Wenn ihr das also wirklich noch nicht tun solltet, dann könnt ihr gerne mal die Glocke aktivieren, denn die Streams sind auf YouTube ebenfalls mit live, auf jeden Fall zum momentanen Zeitpunkt auf jeden Fall. Und dementsprechend könnte man da das ganz fett dran stehende Catrion 3 All the Sky ganz gut sehen, wenn man das Glöckchen aktiviert hat und auf alle Benachrichtigungen anschalten gedrückt hat. Ne? Wäre auf jeden Fall möglich. So, wir hauen alles rein, was wir da haben. Das müsste auch theoretisch das Letzte sein, was wir gerade brauchen. Und dann müssten wir unser Crafting Terminal schon bauen können mit dem ganzen Zeug, das wir hier haben. Gucken wir mal, was wir denn schon alles machen können für ein Crafting Terminal. Dankeschön. Jetzt habe ich ganz kurz einen Hänger gehabt. So, wir brauchen erst einmal dich. Dafür brauchen wir Quarzglas. Dafür brauchen wir mehr davon. Dafür brauchen wir Steel und Glas. Das kriege ich hin. Steel und Glas. Also, Glas müssten wir noch haben. Müsste hier irgendwo drin sein in einem dieser Dinger. Glas. Haben wir nicht mehr im Inventar. Und auch hier nirgendwo. Faszinierend. Wo haben wir unser Glas hin? Habe ich unser Glas irgendwo eine Drecke? Oh, da ist noch Quarzglas drin. Wie viel brauchen wir denn? Wie viel Quarzglas? 3 Stück, glaube ich, gell? Ja, dann reicht das nicht. Das ist natürlich schade für uns, ne? Kapackelt. So, dann gucken wir einfach mal mit der sogenannten T-Taste, Leute. Ihr könnt mit der Taste T, wer das noch nicht wusste, nach Glas suchen. Wir müssen natürlich jetzt erstmal nach normalem Glas suchen, dem hier. Und mit der Taste T wird uns angezeigt, in welchen Drohnen um unsere Umgebung sich das befindet. Hier sind 4 Glas drin zum Beispiel. Das reicht in Verbindung mit dem Stil, das wir hier haben, locker für eine Menge Party. Wir nehmen natürlich das Stil hier, weil wir es können. Die Cutwire brauchen wir gerade nicht. So, dann brauchen wir unser Structured Glas. Das machen wir so. So, 16 Stück davon ist doch schon mal super. Dann können wir hier weitercraften. Quarzglas wird mit Netherquarz natürlich zusammengesetzt. Sind 12 Stück. Dann können wir hier weitercraften und uns dieses Panel hier craften. Mit dem Quarzglas. Da können wir gerade mal 3 von machen. Das ist super. Einfach gecraftet. Und wir können alle glücklich wieder zurück zu Dunnen ziehen und sagen, okay, wir haben dieses schöne Panel gecraftet. So, dann brauchen wir euch hier noch. Dafür brauche ich Fluid Ducks. Fluid Dust, nicht Fluid Ducks. Fluid Ducks. Hallo, ich bin der Fluid Duct. Wir müssen erstmal noch Sachen wegwerfen. Das Actual Edition Manual in unserem Inventar hat zum Beispiel wenig Nutzen, genauso wie die Schere hier. So, sehr, sehr schön. Hier sind noch unsere Sachen, die wir letzte Folge da reingeschmissen haben. Wir haben theoretisch die Möglichkeit, das Ganze zu verschnellern, aber leider momentan nur, indem wir die Flux Crystals von den anderen weghauen. Und das ist dann doch eine relativ asoziale Aktion, das muss ich nicht unbedingt machen. So, ich brauche Charged Certus Quarz und zwar 3 Stück. Beziehungsweise 2 Stück dürften uns reichen. Charged Certus Quarz, 2 Stück davon, wunderbar. Der Rest müsste alles noch da sein. So. Redstone Quarz. Tack, tack, tack. So, dann müssen wir davon 2 von den Dusts erstellen.
Währenddessen da jetzt zwei von den Dingern als das durchlaufen, können wir gerade mal unseren Teleport-Stuff wieder laden, bevor wir irgendwann mal einfach in der Luft weiter runterfallen wie ein Stein. Denn fallende Steinkatzen sind fallende Steinkatzen und das brauchen wir nicht unbedingt. So, hier ist Fluix, das Crystal. Oh, und wir haben unseren Teleport-Stuff in dem Slot hier drin, okay. Wir gehen ganz kurz schlafen. Da ist ein Tee dazwischen. So. Und mit dem Schlaf sind wir natürlich wieder alle glücklich geworden. Juhu, wir haben geschlafen. Yay. So, wir können einmal dich craften. Sehr, sehr schön. Das braucht kein Mensch. Und wir können einmal dich craften ebenfalls. Und dann können wir hier anfangen, das Ganze hier zu craften. So, und nachdem wir dich gecraftet haben, können wir noch dich craften. Dafür brauchen wir Holz. Holz. Wir haben hier Holz. Einer davon reicht uns ja schon. Äpfel weg, das Ding hin. Ein Crafting Table, wunderschön. Ein Apfli. Schnapfli, Dapfli, Hapfli. Und da haben wir unser Crafting Terminal. So, und mit dem Crafting Terminal gehen wir jetzt natürlich ganz schnell Gassi und hauen das Ding dahin, damit wir sagen können, okay, wir sind fertig geworden. Crafting Terminal ist da. Crafting Terminal ist am Start. Wir machen die Autosuche automatisch an. Wir koppeln die aber nicht. Bedeutet Synchronized Auto Search. So, wunderbar. Und da können wir jetzt erstmal Sachen reinschmeißen. Natürlich nicht so viele, weil wir sonst das Ding sofort vollmüllen. Aber wir können schon mal anfangen, hier die ersten paar Sachen reinzuschmeißen, die wir brauchen, um in Zukunft wieder ein paar Sachen craften zu können. Wie zum Beispiel Sand, Glas und so weiter und so fort. Und da ist auch ganz gut, dass wir das Ganze hier an der Stelle gemacht haben. Denn wir können mithilfe von den ganzen Sachen, die hier hergestellt werden, die nachgeliefert werden und die allgemein von uns generiert werden, wunderbar weitercraften. Wir haben schon das perfekte Fundament gekriegt mittlerweile, um hier mitarbeiten zu können. Und das finde ich dann doch sehr, sehr nice. So, das kann auch mit. Wir nehmen noch ein bisschen was davon mit. Lapis Baluhi können wir auch noch brauchen. Und dann gehen wir mal rüber und lagern den ganzen Kram hier schon mal ein. Denn damit können wir jetzt gleich weitermachen und mehr Sachen einlagern. Von dem Glas hier nehmen wir nur einen Teil von mit und schmeißen den rüber. So, Glas, nämlich da müssen wir ganz kurz hierauf umstellen, hier Glas reinschmeißen. Auf der Insel drüben, auf der Farminsel, habe ich Kapazitatoren, die ich aus Lootbags rausgekriegt habe, reingetan. Die müssten hier liegen. Nein, tun sie hier liegen? Okay, sie liegen hier. Wo habe ich sie hin? Da sind sie. Da, die Wonder-Kapazitator. Mal gucken, ob da ein Smelting dabei ist. In beiden Fällen sollten sie aber trotzdem erhöhen. Wir haben hier einmal, if you had described Premium, Smelting Premium, Hungry Premium, Crushed, Enhanced, Planting, Enhanced. What the fuck, das ist ein super Ding. Failed Smelting, nice, hungry. Bedeutet, wir nehmen dich für da und wir nehmen dich für hier, was die Geschwindigkeit von unserem Ofen unglaublich erhöhen sollte. Ja, das hat den Ofen mal ganz kurz ein Stückchen schneller gemacht. Ich weiß nicht, ob das ganze Ding jetzt hier schneller geworden ist dadurch. Es verbraucht, glaube ich, ein bisschen mehr. Nee, macht's nicht. Das ist eigentlich nix so. Das ist vielleicht ein bisschen den Speed verändert, aber sonst ist nichts dabei. Haben wir denn genug in unserer Kapazitäterbank, dass das Ganze gespeist wird? Es wird gerade extrem leer gesogen. Das ist natürlich schade. So, wir brauchen 1k Storages, beziehungsweise sind auf Caps gekommen. 1k Storage. Und dafür brauchen wir, glaube ich, zuerst mal wieder ein paar davon. Das bedeutet, wir brauchen unsere Pressen, die wir hier natürlich alle mitnehmen dürfen. Dann können wir die jetzt nämlich da reintun, können dann hier oben die nette kleine Truhe abbauen. Fluppiduppi, hallo kleine Truhe. So, die kleine Truhe ist weg. Dann müssen wir gerade mal dich hier irgendwie wieder craften. Davon sehen wir... Okay, eine konnten wir noch craften. Interessant. Wir brauchen Steel. Steel brauchen wir immer wieder mal. Wir haben da vorne noch Steel, glaub. Hatten wir dich hier noch irgendwo? Ah, wo haben wir dich denn? Steel. Wir haben gerade kein Steel hier. Da ist es schade. Da ist Steel Ingots. Yeah, swag, swag. Yolo. Osmium. Osmium sollten wir uns vielleicht auch noch gönnen und Kohle. Osmium und Kohle. So, ein bisschen Osmium. Bisschen Kohle. So. So, jetzt geht es erstmal darum, dass wir in der Sackmill ganz kurz 16 davon verarbeiten. Und wir brauchen auch ein bisschen Gold, das wir gleich verarbeitet kriegen. Bedeutet, 16 Stück davon. Muss ebenfalls gleich hier durch. Das ist doch schon mal super, dass das klappt, der Osmium Dust hier. Wundervolle Geschichte. Wir sind ja auch dabei, hier gerade das Glas durchgebrannt zu haben. Also auch eine sehr, sehr coole Geschichte.
Quarzglas haben wir sogar noch 9 Stück. Wir können sogar noch ein paar von den 1K-Storage-Cells craften. Cool. Yo, nice. Dann haben wir noch eine 1K-Storage-Cell. Dann wird es gerade nicht zu voll. Dann können wir euch gerade mal da reintun und haben hier dann ein bisschen Spaß mit euch. So, das ganze Ding hier läuft leider nicht so schnell. Ich frage mich gerade, ob das hier funktioniert. Das verschwendet halt unsere Energie gerade super. Das verschnellert das Ganze gut. Das ist das, was wir gerade am meisten brauchen. Also machen wir das gerade mal hier rein in der Zeit. Erhöht aber auch wieder auf 138 Usage. Ist natürlich hart. Obsidian Wood Pulp haben wir auch drin. Interessant. Ich finde es schön, dass er das direkt nach rechts ordnet. Andere Maschinen würden jetzt anfangen, von links nach rechts wieder zu füllen. Er füllt das hier automatisch rein. Also er guckt in jedem einzelnen Fall, ob er hier was machen kann. Sehr, sehr geile Geschichte. Finde ich einfach angenehm, sowas, muss ich mal dazu sagen. So, jetzt brauchen wir Add Mechanism Upgrade. So, Speed Upgrades. Gecraftet mit Osmium, Enriched Alloy und ein wenig Glas. Komisch, hä? Warum haben wir denn wohl jetzt Osmium gerade eben gemacht? Ganz komisch. Wir haben Glas, wir haben aber wenig Enriched Alloy. Bedeutet, wir müssen eins davon machen und wir müssen von dem Gold ebenfalls eins machen. Das ist nämlich unser Energy Upgrade. Hauen das Ganze hier in die Infusing Factory rein. Ich hoffe mal, dass hier jetzt noch nichts drin ist. Ne, ist nicht. Erstmal ein Energy Upgrade, dann das Upgrade. Und dann müssen wir hier kurz reingucken, dann können wir gerade noch mehr machen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei davon. Und dann können wir hier wieder Osmium reinschmeißen. So, und dann läuft das ganze Ding schon mal ein Stückchen schneller. So, zwei von denen rein. Butz und Butz. Und dann zwei von denen rein. Dann brauchen wir Redstone. 1, 2, 3, 4. Upsala, das ist meine 1, 2, 3, 4. 5 haben wir jetzt gemacht, ist okay. Wir müssen gleich mehr von den Windmills machen, damit wir hier eine gescheite Stromversorgung haben für die Sachen. Aber wir haben hier jetzt erstmal die Aufgabe, das Ganze hier zu erhöhen. Dann brauchen wir hier Iron Ingots, genau 7. Urin, genau, Iron Ingots bitte, nicht Urin Ingots. Das wäre jetzt gerade nicht unbedingt das, was ich wollte. So, das Ding läuft schon mal um einiges schneller, wie man sehen kann. Wenn man das Vergleich hier nimmt, so schnell läuft das Ding, so schnell läuft das Ding. Ist schon ein signifikanter Unterschied, finde ich. Er geht schneller. So, wir haben zwei davon. Jetzt können wir hier noch ein Speed-Upgrade zusätzlich machen. Und können auch dieses Speed-Upgrade hier mit einpflegen, was natürlich von dem Stromverbrauch jetzt wieder reinschlagen würde, hätten wir die Energy-Upgrades nicht drin. Wir haben jetzt ein 3-3-Upgrade. Und mit dem nächsten Upgrade können wir wieder zwei verschiedene Upgrades machen. Mit dem nächsten Alloy, Dankeschön, da ist das nächste Alloy. So, dann können wir so machen, eins davon und wir können wieder im gleichen Moment mit dem Golddust mit auftrumpfen. Sehr schöne Geschichte, wunderbar. Können wir hier wieder ein Speed-Upgrade reintun, das ist die falsche Reihenfolge. Normalerweise machst du ein Energy-Upgrade, dann Speed-Upgrade. Man sieht hier schon den Drop in dem Energy-Ding. Wir haben wieder zwei Stück, bedeutet, wir können wieder zwei einfach machen. Eins davon und wir machen wieder danach ein Osmium. Ich mache das immer im Wechsel, weil es dann die effizienteste Variante ist momentan mit Achtung auf unseren Strom. Ihr könnt natürlich auch einfach direkt von vornherein alles auf Energy machen und dann mit Speed-Upgrades vollpumpen oder umgekehrt. Nur mit dem Speed-Upgrades anzufangen, würde euch am Ende dann mehr Energie kosten. Ne? So, jetzt haben wir hier natürlich unsere drei Redstones nicht reingetan, die jetzt zu 24 werden durch die Verdopplungsgeschichten. Dann brauchen wir hier noch Gold, 1, 2. Wir gehen wieder mit Gold in Vorleistung, denn das ist effizienter. So, Energy Upgrades, verbraucht dadurch jetzt weniger. Speed Upgrade ist auf 6, Energy Upgrade ist auf 7. Bedeutet, mit dem, was wir jetzt hier drin haben, können wir locker das Energy Upgrade hiervon benutzen und zwei Osmium Upgrades machen, 1, 2. Und damit haben wir das Ding hier gefüllt. Energy Upgrade rein, dann haben wir 7 von 8, 8 von 8, 10er Upgrade und jetzt können wir hier die zwei Speed Upgrades noch mit reinnehmen. Dann haben wir 10 mal Multiplier und sind damit jetzt bei dieser Geschwindigkeit hier sehr, sehr nice. Dann können wir Redstone hier eingeben, so Redstone können wir wieder hier reinschmeißen. Denn wir machen natürlich auch noch ein Stückchen weiter. Ich habe von allem ein bisschen mehr gemacht. Wie ihr seht, 1, 2 und nochmal Gold 1, 2. 1, 2, weil wir hier zwei Maschinen stehen haben. Wir können nämlich dann gleich auch noch anfangen, die hier hochzuschrauben, die ja im Einklang mit unserem Infuser arbeiten muss. Und dann funktioniert das Ganze auch super. Hier die ganzen tollen Kapazitatoren hier sind alle toll. Ja, ihr seid krasse Kapazitatoren, aber ihr seid leider nicht dafür geeignet, das hier zu tun, was ihr tun sollt, ne? Schade. So, also, wir können hier das Redstone, das wir gemacht haben, mit dem Ding hier vermischen. Wir brauchen mehr Eisen gleich oder wir schmeißen da gleich noch Osmium rein. Ich glaube, wir schmeißen gleich noch Osmium rein, um mehr von den Circuits zu machen. Aber so wie das jetzt momentan aussieht, sieht die Upgrade-Geschichte hier eigentlich ganz gut aus. So, wir haben hier mehr Redstone, wir haben nochmal einen Enriched Alloy und noch zwei Enriched Alloys.
Wie viel haben wir hier jetzt schon drin? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Energy Upgrades haben wir 2. Speed Upgrade auch 2. Bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück davon. Und Osmium Upgrades brauchen wir auch 6 Stück. Oh, und das reicht sogar ganz genau. Wir können direkt das Krass-Upgrade machen. Und haben dann auch dieses Ding hier auf volle Pulle abgegradet. 10x10 im Energieverbrauch und 10x, also den 10-fach-Multiplikator im Energieverbrauchseinsparding. Bedeutet, er verbraucht nur noch ein Zehntel von dem, was er davor verbraucht hat. Und ist aber auch 10-mal so schnell wie die eigentliche Variante. Sehr, sehr coole Geschichte. Finde ich sehr, sehr nice. So, das haben wir fertig. Das haben wir alles fertig. Dann können wir das alles gerade reintun. Dann können wir dich hier gerade mal rausnehmen. Wir wollen ja natürlich auch ein bisschen Energie erweitern. Jetzt seht ihr, wie schnell das funktioniert. Leider brauchen wir gerade nicht mehr so viel. Wir brauchen jetzt noch 8 Osmium. Zack, zack, zack. Osmium brauchen wir ganz kurz 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und da werden 8 Stück reingelegt. Dann machen wir nämlich noch ein paar von den Circuits. Die werden wir nämlich gleich auch brauchen. Wir werden gleich allgemein Circuits und Zeug brauchen in der nächsten Folge, denn wir werden ein paar mehr Windmills machen. Von denen netten kleinen Dingern hier hinten, den Windgeneratoren, die machen nämlich einigermaßen Power. Ich dachte gerade, das Ding kommt näher. Aber Leute, das war's für diese Folge schon. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Dankeschön an die Catrians, die das Ganze hier möglich machen. Man sieht sich. Bis dahin erstmal. Ciao.